Wir nehmen Sie jetzt mit auf eine spannende Reise. Und falls Sie gerade denken, dass es in Richtung Osten geht, nach Russland, dann liegen Sie leider falsch. Denn dieses kleine Moskau hier, das befindet sich woanders. Und zwar ganz in Ihrer Nähe. Nämlich mitten in Berlin. Denn hier lebt die größte russische Community Deutschlands. Deshalb sehen hier viele Läden wirklich russisch aus. Und im Stadtteil Lichtenberg gibt es auch jede Menge Plattenbauten, wie in Russland. Hier lebt auch Arina Poderegina. Sie kam als Kind mit ihren Eltern von Russland nach Deutschland. Добрый день, меня зовут Арина, и мне 28 лет. 20 лет назад я приехала из города Вологды в Берлин. Uns Russen ist nicht nur Kultur und die Küche wichtig. Kommt mal mit, ich zeige euch, wo es in Berlin so richtig russisch zugeht. Die junge Russin studiert Technikgeschichte. Nebenbei jobbt sie als Laborassistentin. Zuerst nimmt sie uns mit zum Einkaufen. In Lichtenberg gibt es nämlich sogar ein russisches Kaufhaus. Mindestens einmal die Woche kommt Arina hierher. Denn hier bekommt sie alles, was nach ihrer Heimat schmeckt. Das sind russische Konfetti, russisches Konfekt. Das gibt besonders, also hier ist wirklich eine sehr große Auswahl. Das kannte man früher in Russland, also kannte ich so nicht. Hier gibt es besonders schöne Exemplare, die die Deutschen kennen, mit der Lernuschka drauf. Früher musste sich Arina ihre Lieblingsschokolade noch aus Russland mitbringen lassen. Jetzt braucht man nicht so weit fahren, haben wir alles hier. Wenn Arina hier ist, nimmt sie auch gleich für ihre deutschen Freunde jede Menge Konfekt mit. Der Supermarkt wäre kein typisch russischer Markt, gäbe es nicht auch jede Menge Konserven zu kaufen. Und auch das Traditionsgericht Karpfen. Natürlich darf auch das Nationalgetränk nicht fehlen. Wodka zum Frühstück ist das Klischee. Und dass Russen immer besoffen sind. Man sagt aber, die Russen trinken nie ohne Grund. Das heißt nicht einfach nur Prost, sondern es wird was ausgesprochen, auf etwas getrunken, aber halt zu besonderen Anlässen. Ein Regal weiter steht ein typisches Souvenir. Die Matrioschkas, also die Mütterchen. Diese Holzfiguren sollen Glück bringen. Arina zieht es in die Geschenkabteilung. Hallo. Hallo, wie geht's? Ich gehe heute zu einem Geburtstag und suche als Geschenk eine DVD oder eine ganze Serie. Verkaufsschlager sind hier T-Shirts. Nicht nur bei Russen, sondern besonders bei deutschen Kunden. Auf der Brust der russische Präsident Wladimir Putin. Er ist halt als Vorzeigefigur ist er entweder der Sündenbock oder halt die Kultfigur wie für die Russen. Das muss dann jeder für sich persönlich entscheiden. Und wenn du Verwandtschaft vor Ort hast, bist du automatisch parteiisch. Es ist eine ganz persönliche Sache, ob man ihn mag oder nicht mag. Ich mag ihn. Wie Arina lebt auch der junge Russe Philipp Assmann in Berlin. Obwohl der angehende Computerspieleentwickler hier geboren ist, hat er fast nur russische Freunde. Меня зовут Филипп, мне 22 года, моя мама из Сибири, а папа немец. Hier im Berliner Bezirk Charlottenburg leben viele Russen. Und das hat Tradition. Schon im letzten Jahrhundert zogen wohlhabende jüdische Russen hierher. Das Viertel hat seitdem den Spitznamen Charlottengrad. Die meisten, die aus der Russischen Föderation kommen, leben heute im Bezirk Marzahn-Hellersdorf mit fast 6.452 Menschen. Dicht gefolgt von Lichtenberg mit 5.875 und Charlottenburg-Wilmersdorf mit 5.370 Russischstämmigen. Philipp zeigt uns jetzt, was gute russische Küche ist. Der 22-Jährige ist in der russisch-orthodoxen Kirche aktiv und bei einem Gemeindemitglied zum Mittagessen eingeladen. Seine Gastgeberin, die Ukrainerin Elena Zukanova, bereitet gerade Borscht zu. Eine Suppe aus Zwiebeln, Karotten, Weißkohl und roter Beete. Die rote Beete sorgt für die intensive Farbe der Suppe. Hallo. Grüß. Gut. Ja, danke. Elena kam 1990, kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, mit dem Moskauer Staatszirkus nach Berlin. Noch heute tritt sie als Artistin auf. Eins hat sie aus ihrer Heimat mitgebracht, ihren tiefen Glauben und die Verehrung der Jungfrau Maria.
Ikonen, also Kultbilder, dürfen in keinem orthodoxen Haushalt fehlen. Und wenn Elena andere bekocht, isst sie in ihrem Element. Es riecht ja schon mal lecker, ne? Ja, sehr lecker. Meine Mutter hat das immer gemacht. Guck mal. Es ist heiß für dich. Ja, es ist etwas heiß. Geh raus, danke. Die Küche ist bei Russen nicht gerade Männerrevier. Elena verrät uns ihre geheimen Zutaten für ihr Borscht-Rezept. Tomatenmark. Und dann, ganz wichtig, ich benutze ein bisschen Zitronen. Und ein paar kleine Stücken Zucker. Und dann dieses Wasser, dieser Geschmack, wirklich gut. Sie werden nachher probieren und das bestätigen. Borscht gibt es als reine Gemüsesuppe oder auch mit Fleisch. Für Feinschmecker kommt noch ein Löffel Schmand rein. Dazu essen die Russen verschiedene Salate wie diesen. Selyodka ist eine Mischung aus Fisch, eingelegten Fisch, Zwiebeln und Essig mit Öl. Dann gibt es noch ein Vinaigrette. Das ist eigentlich dasselbe wie Borscht, nur mit Sauergurken. Und kann man Mais oder Erbsen dazu tun. Als Nachtisch gibt's Blini. Diese Pfannkuchen essen die Russen mit Honig, Schmand oder sogar Kaviar. Blini gefallen mir. Kann man so zwischendurch sich reinhauen und dann. Als nächstes begleiten wir Arina zum typisch russischen Styling. Denn wenn Russinnen abends um die Häuser ziehen, darf es gerne ein bisschen mehr sein. Zum Styling geht Arina selbstverständlich in einen russischen Beauty-Salon. Hallo. Hallo. Ich gehe heute feiern. Stylt mich bitte mal auf. Alles klar, wird gemacht. Komm einfach mit. Ein Visagistenteam sorgt für das passende Make-up. Typisch dick auftragen. An Make-up sparen russische Frauen nicht. Die Salonbesitzerin Anja Borisova erklärt warum. Unser Selbstbewusstsein muss die Stufe hoch sein, damit wir uns wohlfühlen. Und natürlich, wenn wir uns wohlfühlen, die Männer finden das toll. Also wir sind einfach unwiderstehlich dann. Dafür investiert auch Arina nicht nur viel Zeit. Und welche Wünsche haben Sie? Ich hätte gern Volumen, also schon ein bisschen aufgedonnerter. Okay, gut. Ungeschminkt das Haus verlassen? Kommt für Arina nicht in Frage. Die auch nicht Müll wegbringen. Also ich fühle mich dann sicherer und schöner, weil ich halt immer schön sein möchte. Den meisten Russinnen reicht ein Kosmetiktermin mit Haarstyling aber nicht aus. Auch die Nägel gehören dazu. Natürlich mit ausgefallenem Design. Das russische Styling ist nicht ganz billig. Durchschnittlich auf jeden Fall Kosmetikbereich mit allen Schönheiten, also unsere Geheimnissen, ab 100 Euro schon bis 500, 600 Euro locker pro Monat. Russische Frau gibt das letztes Geld für Schönheit. Arina zahlt heute 100 Euro fürs Abend-Make-up und 60 Euro für die Frisur. Jetzt treffe ich meine Freunde und dann kann's losgehen. Philipp führt uns in der Zwischenzeit in den russischen Glauben ein. Die russisch-orthodoxe Kirche gibt es seit 120 Jahren in Berlin. Erbaut auf einem Friedhof mit russischer Erde. So können die Verstorbenen angemessen beerdigt werden. Philipp ist sehr gläubig. Der Dienst in der Kirche ist für ihn selbstverständlich. Die Tradition sagt, man sollte zweimal am Tag mindestens beten, das ist morgens und abends. Es klappt bei mir leider nicht immer, sich daran zu halten, aber ich versuche es zu machen, weil das ist sowas wie eine innere Harmonie und so weiter. Also ich versuche mich mit mich selber irgendwie zu verständigen, mich besser zu verstehen. Die orthodoxe Kirche ist der katholischen sehr ähnlich. Kein Wunder. Denn die katholische Kirche hat sich 1054 als Reformkirche von der orthodoxen Kirche getrennt. Diese sieht sich deshalb auch als ursprüngliche Kirche aller Christen. Die orthodoxe Kirche ist nach der katholischen die zweitgrößte christliche Glaubensgemeinschaft der Welt. Philipps Aufgabe hier: aus der Bibel lesen. Похвалится вся клянися им. Arina zeigt uns jetzt, wie die Russen feiern.
Die 28-Jährige ist auf dem Weg zu einer Russenparty in Charlottenburg. Hier schmückt sich die deutsche Großstadt mit russischem Flair. Einerseits bin ich gespalten, weil wenn ich in Russland bin, vermisse ich das Deutsche, das Organisierte und alles, was ich halt aus meiner jugendlichen Zeit kenne. Andererseits, wenn ich in Deutschland bin, vermisse ich natürlich Russland, alles, was meine Kindheit ist, meine Familie. Aber ich empfinde das als eine sehr große Bereicherung, in den zwei Kulturen aufzuwachsen. Arinas Eltern waren nicht sehr wohlhabend. Im Moment kann sie sich nur eine Wohnung im Plattenbau in Lichtenberg leisten. Aber in der Zukunft möchte sie hier dazugehören, zu den reichen Russen, die in Charlottengrad leben und feiern. Dabei fließt nicht nur der Wodka in Strömen. Aber nicht jede russische Frau mag das. Wenn es irgendwo in Berlin eine russische Party gibt, dann gehe ich natürlich sehr gern hin, weil ich auch die russische Musik mag. Ich habe auch Freunde, die bevorzugen nicht unbedingt russische Partys, so wie die Svetlana. Ja. Wir gehen mehr zur internationalen Party, ja. Selten zur russischen. Also wir sehr selten sozusagen, nicht wie Arina zum Beispiel. Aber wir gerne uns treffen ab und zu zusammen. Russisches Leben in Deutschland. Die einen möchten mehr Heimatgefühl, die anderen mehr deutsches Leben. Arina liebt die Mischung, das russische Lebensgefühl gemischt mit deutschem Wohlstand.